www.scheißboxer.shop. Der neue Scheißboxer, verfügbar ab dem 25.01. um 15.15 Uhr. Was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawlstars. Ja, ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Oh mein Gott. Und wenn ihr euch jetzt wundert, Marvin, warum siehst du genau so aus? Ich bin einfach komplett tot. Leute, ich habe Kopfschmerzen. Meine Augen sind rot. Und nein, ich habe nicht gekifft. Ich habe nicht gesoffen. Ich habe nichts geraucht. Ich bin einfach nur krank. Schaut mal meine Augen an. Seht ihr, Leute, es ist dezent gut, aber das hört sich das Thema an. Denn heute reden wir darüber, Leute, wie man den guten Pinguin bekommt oder beziehungsweise wie ich mich am besten darauf vorbereite, dass ich den Pinguin bekomme, Leute. Wir reden von Mr. P. Und ja, Leute, ich würde sagen, für eine Sache, die man auf jeden Fall noch machen kann oder sollte, ist, Leute, sichert euch erstmal Markenverdoppler, natürlich mit dem Creator-Code Pookie, und dann seht zu, dass ihr die Tickets kauft, falls ihr keine habt. Und wenn ihr das noch könnt, Leute, dann spielt auf jeden Fall eine Runde Event. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal eine Runde. Und bitte hört auf, mich die ganze Zeit einzuladen. Was ihr alles wissen müsst, und Leute, ganz exklusiv werde ich euch auch noch Gameplay einblenden im Laufe dieses Videos. Also Leute, bleibt auf jeden Fall dran, dass wir der ein oder andere zwar schon gesehen haben, aber was soll's. Und wir nehmen Jessie, wo ist sie? Da ist sie, Jessie, let's go. So, meine Freunde, und da sind wir auch in der Runde und wir spielen gegen diesen Barley, Leute, gegen Barley. Aber ich würde erstmal sagen, ja, jetzt machen wir erstmal richtig Schaden hier. Und eine Sache, die wir noch ansprechen müssen, also wir reden jetzt, wir talken jetzt erstmal alle darüber. Also wir schreiben jetzt erstmal alle unten in die Kommentare, wirklich jeder einzelne von euch. Wie viele Tickets habt ihr angespart? Das ist eine Sache, die mich auch mal interessieren würde. No. Wartet, Leute, wie viele Tickets habt ihr angespart? Wie gesagt, ich könnte rein theoretisch locker 500 ansparen oder 600 oder 700 oder sogar noch mehr. Aber ich war einfach zu doof und spiele einfach zu wenig Event. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe da nicht so die Lust drauf. Event ist irgendwie voll langweilig, den ganzen Tag zu spielen. Ich spiele lieber mit euch irgendwie zusammen, keine Ahnung, eine Runde Brawlball oder so. Das macht mir am meisten Spaß. Bevor mir das jetzt hier wieder umgedreht wird im Hals und dann wieder halt ausgelegt wird, als hätte ich auch was gebockt. Also ich spiele gerne Brawlball. So, das ist ein Modus, das mir heute gefällt. Und deswegen, keine Ahnung, Event ist halt nicht so meins, aber kann wieder sein sehen. Und ich glaube, Leute, ich kann euch glaube ich auch schon sagen, dass ich selber nicht mehr dieser Brawler bekommen werde. Aber bevor wir das machen, erstmal, Leute, ihr wisst Bescheid, den super Drink hier, Leute, mit Apfelgeschmack. Und zisch und klack und weg. So, jetzt habe ich auch die nötige Power. Ich schwöre dir, ich mochte eigentlich nie Apfelsaft. Aber seitdem ich diesen trinke, ich trinke nur noch. Leute, sichert euch den unbedingt, denn ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Ab 25.01. ist es soweit, Leute. Dann ist es soweit. Dann kann ich ehrlich sagen, Leute, gönnt euch den Merchandise. Oh shit, ich trage ihn zwar gerade nicht, aber... Leute, er ist gerade in der Wäsche. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt mal über die Seltenheitsstufe, denn ich sage euch, er wird... Selten oder super selten wird der neue Brawler sein. Ich bin mir eigentlich zu nicht 100% sicher. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, was man hier mit dieser Stufe bekommt, ja. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es das wird. Alter, also immer wieder balige Zweier, hätte ich echt nicht gedacht. Das haben wir 2 Minuten, 2:30 oder... Ich schätze mal so 2 Minuten 30 brauchen wir. Ah, okay, nicht ganz. Ich glaube, das sollte trotzdem eine Niederlage sein. Und jo, wie ihr seht, das gab jetzt nicht so viele. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr gut darauf vorbereiten könnte, was ich auf jeden Fall machen werde, ist, auf jeden Fall noch Fettkisten anzusparen. Leute, das Event geht ja noch ein bisschen. Also wenn ihr das Video seht, spielt auf jeden Fall noch eine Runde Event, wenn ihr es noch könnt. Und eine Sache ist natürlich, die man auch noch machen kann. Eine Sache, die man auch noch machen kann, ist auf jeden Fall, Leute, wir wissen ja nicht, vielleicht wäre das auch ein Meilenstein-Brawler. Das heißt, Leute, seht auf jeden Fall zu, dass ihr den Trophäenpfad gut abgeholt habt. Aber ich glaube, es wird keiner, ganz ehrlich. Wir haben Tick als Meilenstein-Brawler schon gehabt, Ems als Meilenstein-Brawler, das wird keiner meiner Meinung nach. Deswegen, ihr könnt es ja Safety First trotzdem mal machen, aber ich glaube nicht, dass es einer wird. Und sonst heißt es eigentlich nur, ja, auf jeden Fall ansparen. Ich bin mir sicher, Leute, es wird auf jeden Fall ein Seltener oder ein Super Seltener. Einer von den beiden Seltenheitsstufen wird es, weil die gab es schon so dermaßen lange nicht mehr.
Ich glaube, die letzte Mal, wo es einfach über den Stufen geworden ist, war es die Boxerin. Also schreibt mal alle in die Kommentare, wirklich jeder einzelne von euch. Was meint ihr? Welche seltenen Stufen wir das und habt ihr richtig Bock darauf? Ich hab richtig Bock, ich freue mich so unnormal auf das Update. Ich denke, dass es in nächster Zeit kommen wird. Also ich tippe mal so auf die nächsten Tage. Also spätestens in 3 Tage haben wir das gute Stück da. Oder 4. Auf jeden Fall wird es, wenn diese Woche nicht gekommen wird, kommt es wieder nächste Woche. Also diese Woche ist ja natürlich nur noch ein Tag, aber vielleicht haben wir doch Glück, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen jetzt einfach mal kurz noch eine Runde weiter. Ich schätze mal, dass das auf jeden Fall, wie gesagt, selten oder super selten wird, wie ich jetzt schon nochmal gesagt. Aber so von der Stärke her ist schwer einzuschätzen, wie stark er ist, weil ich weiß nicht genau. Also ich schätze mal, dass er auf jeden Fall am Anfang zu stark sein wird. Aber der mittlerweile, also mit der Zeit, werden die dann nerven. Weil ich glaube auch, dass die gute Biene genervt wird, weil die Ulti ist ja richtig overpowered. Oh mein Gott. Leon. Der hat einen Fehler gemacht. Zack, 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 ich bin der Bibi. Also ich bin auch schon voll drauf vorbereitet, Leute. Ich bin so gehyped. Ich hoffe ihr auch, Leute. Seid ihr auch so gehyped? Einzige Chat, den ihr auch so gehyped seid, Leute. Wow, shit, Leute. So, hier haben wir jetzt noch ein paar Punkte abgesammelt. Oh, und jetzt gibt's nochmal schön Mark. Nice! Fast 200. Leute, sichert euch unbedingt die Tickets für den scheiß Boxer Day. Leute, es wird richtig krass. Oh mein Gott, wir sind nächsten Monat am 16.02. Leute, sind wir in Frankfurt. Sichert euch alle die Tickets, Leute. Special Gäste dabei haben wir. Lukas Brawl Stars, Clash Games, Leute. Wir werden das krasseste Megabox Opening, was ihr jemals gesehen habt, machen. Leute, wir werden über 1000 Euro reinballern. Leute, das ist noch nicht alles. Denn wir werden ein krasses Battle gegen die beiden machen. Und der Pucci und ich haben uns was richtig krasses ausgedacht. Das werden wir aber erst vor Ort verraten. Das wird unnormal krass. Und Leute, exklusive Merchandise könnt ihr euch dort kaufen. Und Poster und noch vieles mehr. Leute, wissen sicher euch jetzt die Tickets. Es wird eine krasse Show geben. Ich würde mal sagen, Leute, wir gucken uns jetzt einfach mal nochmal so alles gemeinsam an. Also welche Informationen gibt es denn bis jetzt? Also hier sehen wir noch einmal so ein neuer Spielmodi. Wir gucken es uns einmal an. Also hier sieht man ja den guten. Oh mein Gott, er sieht so krass aus, vor allem mit dem Aktenkoffer. Ich feiere den ja auch nochmal. Ganz ehrlich, eure Meinung unten in die Kommentare, Leute. Das würde mich jetzt mal interessieren. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns nochmal exklusiv, was ich euch ja versprochen habe, das Gameplay an. So Leute, hier haben wir ihn. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal gemeinsam an. Also guckt euch mal an, wie er so schießen wird. Und wir analysieren jetzt einfach mal alles. Also die Reichweite seht ihr auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich nehme mal an, dass das ungefähr so eine Reichweite sein wird, ungefähr ein bisschen weniger als Genie, also schon sehr, sehr weit Tara-mäßig so. Wir können ja mal kurz gucken. Coming in this update, we have oh ja, ist richtig stark. So, man sieht auch, wie er so schießt, so diese Pinguin-Kugeln, Eiskugeln oder wie man sie nennen will. Und wir können mal kurz gucken, wie viel Schaden die eigentlich so machen. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, das stand er jetzt, glaube ich, gar nicht genau. Wir spulen nochmal kurz zurück. Well, some of our brothers are at home. In addition. So, jetzt gucken wir nochmal gemeinsam hin, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen mal ein bisschen langsamer. So, wir gucken. Okay, er macht 980er Schaden, eigentlich so normal. Ich glaube, das ist normaler Schaden wie bei allen anderen auch. Ich habe jetzt ein bisschen leiser gemacht. Okay, Leute, guckt euch das mal an. Ja, Schaden ist eigentlich auch normal. Aber ich finde schon so, wie er so schießt, so, der wird richtig geil. Also ich glaube, der macht richtig Spaß. Das einzige Ding ist, halt, was mich so ein bisschen stört, ist halt, dass er nicht so Flächendamage macht, so. Halt so ein bisschen mehr so AOE-mäßig, so wisst ihr, so, dass man so mehr Ziele trifft. Ich glaube, da muss man so ein bisschen zielen können. So ein bisschen so wie die Biene. Oder welcher Brawler muss man denn noch genauer zielen? Oder fällt mir jetzt gar keiner so genau ein. Also der die Attacke so macht, so direkt einen Schaden direkt drauf. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz weiter. Aber das ist mal in Marvel, wir gucken dieser Geschwindigkeit weiter. When it hits its target, it does a little bounce. Da, hier sieht man es nochmal. 980er Schaden macht er, ne? A spawning item, and from this item you have little penguin drones spawning, ja, hört man so einen and penguin these drones. Then go on and attack okay, enemies oha. With ranged. Also ich bin echt mal gespannt, wie der abgehen wird. Ich glaube, dass der richtig krass wird. Ich habe auch richtig Bock. Und seltener Stufe, wie gesagt, der wird selten oder super selten werden. Komm, wir gucken mal weiter. Tech. And coming in this update, Mr. P will come with a skin called. Und da sieht man noch mal, wie Skin auch noch dazu kommen wird. Eieiei, richtig Luna krass. So, und jetzt sind wir nochmal abschließend in einer Runde drin und ich bin hier der große Riesenballer. Und ich habe mir überlegt, Leute, schreibt mir mal alle unten in die Kommentare,
ob ihr in einem Club seid, weil vielleicht mache ich da wieder einen Club auf. Bei Ernst habe ich das ja auch so gemacht, weil wir ja nicht wussten, ob das ein Meilenstein-Boller ist oder nicht. So, easy erstmal beide gut. Leute, da wussten wir auch nicht, ob das jetzt einer ist oder nicht. Da haben wir ja einfach das aufgemacht, damit ihr halt euch gegenseitig ein bisschen pushen könnt. Aber nur für Leute, die noch keine 8000 Trophäen haben damals. Soll ich das diesmal auch machen? Also wenn ihr da Bock drauf habt, Leute, dann schreibt mir das gerne alle jetzt mal unten in die Kommentare. Dann mache ich das auf jeden Fall auch. Und ja, wir holen jetzt erstmal easy Gurgel mit 2er-Zeichen raus. Die 250 sollte aufreichen. Ja, dann müsste hier eigentlich nicht drin sein. Also, braucht nicht drin sein, Leute. Ich bin so gehypt, wie gesagt. Ich schätze mal, dass der. Leute, das Update wird. Morgen ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Aber das wird. Ich schätze mal Montag, Dienstag, Mittwoch so kommen. Leute, es wird so krass. Und vergesst auch immer nicht, Leute, der Merchandise, der bald erscheinen wird, am 25. Leute, ist es bald am 25.01. Ey, da kommt der neue scheiß Boxer raus, Leute. Das wird so krass. Also, das wird echt. Das wird so geil, Mann. Ich bin so geil. Da vergesse ich schon wieder halt, dass ich Fieber habe gerade. Ja, also das wird immer mal krass, Leute. Und nicht vergessen, ich werde morgen, also am Sonntag, also wenn ihr dieses Video seht, aktiviert auch nur die Glocke, werde ich wieder streamen, Leute. Da werde ich wieder den guten Pinguin verlosen, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, dann macht einfach alle mit. Und ja, das ist eine Sache, da könnt ihr wieder mitmachen. Ich würde sagen, wir beenden jetzt, machen hier kurz noch die Runde fertig. Und dann war es auch mit dem Video, Leute. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, welche Seltenheitsstufe würdet ihr euch wünschen. Ich glaube nicht, dass es legendär wird, aber das ist natürlich auch krass. Aber damit rechne ich auf jeden Fall nicht. Weil ich gar nichts manchmal aber auch wird, ey. Voll unten in der Hand. So, zack, rein damit. So, dann ist auch tot. So, dann macht er alleine. Let's go. Let's go, let's go. Aber so ein legendärer war ja auch krass, aber ich glaube, das kam ja nämlich gerade der Shindy raus. Das wäre so crazy. Mythischer kam auch. Das wird safe, Alter. Vor allem, das kann nur ein seltener, super seltener werden, Leute. Ganz einfach, guckt doch mal, Bibi, ich meine Bibi ja schon, ja, ja genau, Bibi kam auch raus. Dann, dann die Kneipenschlägerin. Leute, das kann eh nur ein seltener oder super seltener sein, weil, guckt doch einfach mal die Reihenfolge an, Leute, denkt doch einfach mal logisch. Das Ding ist ja so, dass wir also wir hatten ja, als letztes kam Max raus und, also mythischer und ein epischer kam raus. Davor kam Shindy raus, ein legendärer. Dann kam, Ems kam ja auch noch raus. Dann kam auch noch Tief raus. Und jetzt muss es endlich mal wieder ein seltener oder ein super seltener sein. Deswegen, Leute, der wird easy zu ziehen sein, das verspreche ich euch. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ihr könnt mir unten in die Kommentare schreiben, was meint ihr denn noch? Ah, ja, ja, schon wieder über 3 Minuten. Ich hoffe, ich lasse mich jetzt hier mal töten. Ich bin lieber mit dem, nicht so schlecht. Ich glaube, der extra nicht reingeschaut, das schafft er nicht. So, komm, jetzt töte mich, ich mach jetzt nichts mehr hier, komm. So, perfekt. Perfekt, 3 Minuten 28 haben wir überlegt, hätte ich auch echt länger überlegen können. Boah, Fettpunkte. Leute, guckt mal an. 11 Boxen, easy auf meinen Nacken. Zack. Leute, spielt einfach. Wenn ihr noch könnt, spielt einfach. So, damit würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich bin bestens vorbereitet. Ich hoffe, ihr auch, Leute. Vergesst aber nicht, am 25.01. ist es soweit, Leute. Gönnt euch unser Merchandise. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen im Stream. Danke schon, ciao und bis dann, Antenne, ciao, Kakao und tschüss mit Ö.